herzlich willkommen zu einer neuen Folge Omori. Ja, das letzte Mal waren wir, glaube ich, oben in The Hobbies oder so. Und, Kel wollte, dass wir in den Faraway, also ich nenne es mal Faraway Park, gehen. Genau. Und, genau das machen wir auch. Also hätte ich jetzt gesagt. Moment. Genau. Boah, knatscht der Stuhl, ey, ich schwör. So. Vielleicht sollte ich mal das Mikrofon noch ein bisschen näher ran tun. Dass man auch besser was hört. So, also. Ja, ich wollte mich noch ein bisschen umsehen eigentlich. Also bevor ich hier in den Faraway Park oder anderer Weltpark, wie die das nennen, hingehe, gucke ich noch so ein bisschen. Also bei Hobbies war man ja. Bei Genos war man noch nicht. Und bitte nehmen Sie Platz. Vielleicht. Hallihallo, mein Name ist Gino. Ich weiß, was ihr denkt, aber nein, dieser Laden gehört mir nicht. Aber ich bekomme jedes Jahr zu meinem Geburtstag eine ganze Pizza umsonst. Ist das nicht ganz cool? Absolut. Pizza. Toll, Patsch, okay. Meine Frau sagt mir ständig, dass ich immer dicker und dicker werde, aber ich kann einfach nicht aufhören, wenn wir so nah an leckerem Essen wohnen, wie Ginos Pizza. Oh, Pizza. Naja. Ei, Jungchen. Ihr habt mich während meiner Pause erwischt. Ich überlege schon seit guten 10 Minuten, was ich essen soll. Aber ich weiß nicht, wieso ich so sehr jammere. Es wird gut sein, egal was ich bestelle. Ja gut, dann tu dir mal einen guten an hier, ne? Ich bin Ray. Ich bin ein stolzer Musikliebhaber. Wenn du eine CD in die Jukebox einlegst, kann ich dir bestimmt den Interpreten des Liedes nennen. Ching. Haben wir nicht sogar, glaube ich, eine CD bekommen? Oder ja, fröhliche CD. Du legst die fröhliche CD in Ginos Jukebox ein. Willst du einen Song aus der Jukebox abspielen? Ja. Welchen Song willst du spielen? Ja, gibt ja nur eins. Von wem ist das denn? Ja, das kennen wir ja schon. Ich kenne diesen Song. Das ist ein Originalsong von Toby Fox. Cool. Herzlich willkommen bei Ginos Pizza. Was kann ich für euch tun? Ja, so viel Geld habe ich ja nicht. Nimm mal, ja, okay, für Orange Joe, aber ich würde jetzt nicht unbedingt mehr Geld ausgeben, als überhaupt notwendig. Was ist denn da denn? Also, wie ich sehe, schaust du dir das Aushilfe-Gesucht-Plakat an, das ich dort aufgehängt habe. Bist du an einer Arbeit interessiert? Ja. Cool! Ich helfe dir mal mit dem Anfang. Oh, du nimmst diesen Job an, Bonnie? Wenn das so ist,
komme ich dich später wieder abholen. Arbeite hart, okay? Also, willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Oh je. Ach, ich fange einfach mit der guten Nachricht an. Die gute Nachricht ist also, dass wir heute 3 verschiedene Pizza-Bestellungen erhalten haben. Okay. Die schlechte ist... Oder die schlechte Nachricht ist... Dass sich unser lieber Junge heute plötzlich schon wieder krank gemeldet hat. Oh, sowas liebe ich ja immer. Diese Bestellungen sind alle von unseren Stammkunden. Also... schreiben wir ihre Adressen schon seit langem nicht mehr auf. Ich weiß aus dem Stegreif nicht, wo sie wohnen. Jedoch weiß ich noch, wie ihre Häuser aussehen. Okay. Hier, nimm einfach diese Notizen und du wirst zurechtkommen. Der Pizzamann gab dir seine Pizzanotizen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich gehe deine Uniform holen. Süß. Nur keine Schüchternheit. Trage deine Uniform mit Stolz. Denk daran, du musst 3 Pizzas ausliefern. Wenn du fertig bist, dann du einfach zurück am, zum Laden. Dann bist, kommst du einfach zurück zum Laden. Ich zähle auf dich. Okay. Dann, um Gottes Willen. Das kann ja keiner lesen. Du finden das Haus. Dem hat das weiß. Was? Das kann ja keiner lesen. Was ist denn das? Ey. Ich schwöre. Du findest. Das erste kann ich mal gar nicht lesen. Das sieht aus wie Dose oder so. Du findest das Haus. Dem hat das weiß. Was? Terrik? Was? Und Fenster. I don't know. Oh. Also mehr wie vermasseln kann ich es ja nicht, ne? Ich muss mit Fenster. Hier vielleicht. Ich klinge jetzt einfach mal. Das kann ja keiner lesen. Pizza Service. Sie stören meine schöne Zeit mit mir selbst. Gehen Sie sofort. Das lief nicht so gut. Du solltest das richtige Haus suchen. Ja, aber wie? Du findest das. Dem hat das weiß. Irgendwas mit weiß. Und das ein. Ist das grün heißen oder was? Fenster. Welchen. I don't know, ey. Oh, Entschuldigung. Grüne Fenster, aber die sehen doch alle gleich aus. Haus vielleicht.
Ach so, das sieht aber. Probier's mal da. Pizzaservice. Wer sind Sie? Wir haben keine verdammte Pizza bestellt. Weg mit Ihnen. Das lief nicht so gut. Ja, aber wie denn? Soll das grün heißen? Soll das. Ist doch alles. Ich verstehe es nicht. Hier. Ich habe keine Ahnung. So, du kannst nicht gehen. Ja, okay, da komme ich halt weiter. Danke. Ah, das war richtig. Oh, weh. Finde das Haus. Das kann ich gar nicht über. Das kann ich gar nicht lesen. Das Flaschen und Dosen im Hof und grauen. Was? Also es hat. Dieses Haus muss wohl Flaschen und Dosen in der Einfahrt haben oder so. I don't know. Weil das andere gibt ja keinen Sinn. Das sind Flaschen und Dosen. Was bin ich da jetzt? Pizzaservice. Leckere, leckere Pizza. Ich komm zu dir, Baby. Okay, das ist sehr fanatisch, seine Pizza. Trotz aller Schwierigkeiten hast du die Pizza erfolgreich ausgeliefert. Es ist Zeit für die nächste Bestellung fortzufahren. Okay. Bitte, lass es einfach zu lesen sein. Ich kann nicht mehr. Diese Pizza, das Haus, dem hat das, was? Irgendwas mit Blumen. Und das hat rote. Ey, keiner, der eine Pizzeria leitet, schreibt so hässlich. Niemals. Unter gar keinen Umständen. Diese Pizza zu das Haus der Blumen. Okay. Da hat irgendwas mit Rot. Das dem Kleinen und also irgendwas mit ich halte jetzt einfach mal Ausschau nach Blumen. Also und rosa und so. Also also irgendwas mit ach keine Ahnung. Das wird's mal wahrscheinlich nicht sein. Das sind viele Blumen, aber die sind halt rot. Noch Reifen. Oh, Alter, was muss ich halt so geben? Das sind auch Blumen, aber die sind nicht rot. Irgendwas mit Rot. Alter, nee. Na super. Wo soll ich das? Ich stehe hier nur rum gerade. Soll ich das hier mal probieren? Ich probiere das jetzt einfach.
Pizza Service. Der Fremde hat sich die Pizza geschnappt. Oh. Ups. Ich weiß nicht, war der jetzt richtig oder nicht? I don't know. Hey Neuling, genau dich wollte ich sehen. Nach ein paar kürzlichen Rückmeldungen wurde deine Kundenzufriedenheit anscheinend mit 7 von 10 bewertet. Jedenfalls, das hier ist die Kohle für dich. Vielleicht willst du damit ja Pizza kaufen. Du hältst $20 für deine Arbeit. Okay, danke schön. Und weil du dich so gut verhalten hast, gibt es noch ein Geschenk für dich. Oh, was denn? Eine außerweltliche CD. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Du kannst ihn bei der Jukebox gleich da drüben anhören. Für... Ey, ich muss die ganze Zeit gehen, ey. Hey Bonnie, wie lief deine Arbeit? Während du beschäftigt warst, habe ich mich auf eine Bank gesetzt mit Fremden geredet. Mann, das hat Spaß gemacht. Also dann, wenn du soweit bist, können wir gehen? Ja, gleich. Ich will jetzt mal gucken, was das für ein Song sein soll. Außerweltliche CD. Ja. Und gell? Nee, die wollte ich doch nicht hören. Okay, es dauert ein bisschen. Ein bisschen leise, ne? Ich kenne diesen Song. Das ist ein Cover von Stardust Diving von Sam Neiland. Ja, jetzt kommt es ein bisschen zu. Jetzt hört man es. Ein Arcade-Automat erscheint nicht zu funktionieren. Aber schade. Okay, dann gucken wir mal im Automat, was es hier so gibt. Es gibt jetzt so viele Tamalsorten auf dem Markt. Ich brauche dieses ganze besondere Zeug nicht. Dosentamal genügen mir. Okay. Meiner Meinung nach ist Essen nur ein Medium für Soße. Okay. Wenn du gestresst bist, kann ich dir Tee empfehlen. Earl Grey und Kamille sind gut, aber Bubble Tea ist meine Lieblingsart. Okay. Pferdeschwanzmädchen. Alter, geil. Meine Mutter und ich kaufen gerade gesunde Sachen im ich nenne es jetzt halt mal an der Markt. Weil sie gestern alle Snacks in unserem Haus weggeworfen hat. Ich glaube, sie ist in letzter Zeit im Gesundheitswahn, seit mein Vater nur noch Ungesundes ist. Warum können wir nicht beides haben? Pferdeschwanzdame. Mein Mann isst ständig ungesundes Essen. Ich muss sicherstellen, dass er eine gesunde Mahlzeit hat. Ja gut, spricht nichts dagegen. Ich sag mal jetzt mal, ab und zu sich mal was zu gönnen, ist ja auch nicht verkehrt, ne? So, by the way. Also, da komme ich noch. Oh, ey, ich will heute echt nur umgehen. Ich glaube, ich bin echt müde irgendwie, keine Ahnung. Komischer Mann. All diese Container hier können recycelt werden, um immer
wieder neue Container zu machen. Ein sehr schönes Konzept, nicht wahr? Mein Sohn Billy ist so ein Pedant für die Umwelt. Er und seine Freunde sind immer dabei, in der Stadt Müll aufzusammeln. Es ist schön zu sehen, dass sich heutzutage noch so viele junge Leute um den Planeten kümmern. Das ist doch schön. Okay, da ist ja niemand. Oh ja. Der andere wird ja wahrscheinlich nichts anderes sagen, als außer seinen Text halt, ne? Hallo. Fisch? Weißt du, als will ich Fisch? Nö, ich will keinen Fisch. Ach, das ist wieder so ein Jobangebot, aber ich gucke mich erst nach. Ich habe einen Job und zwar Fleisch verkaufen. Nö. Man sieht sich wieder. Hä? Okay, habe ich nicht verstanden. Ist auch egal. Aber das gucken wir uns an, weil wir können ja hier Geld verdienen. Hey, Arbeit? Okay. Oh, du willst den Job machen? Klar doch. Ich hänge währenddessen einfach woanders ab. Bis bald, Bonnie. Okay. So. Ich gebe dir Waffe. Du tötest Fliegen, okay? Okay. Du hältst eine Fliegenklatsche. Jetzt los! Sehr gut. Mein Gott. Bin ja schon dabei. Ah, oh, ach so. Oh. Da ist auch eine Wespe dabei. Oh. Ja, die Summen, das ist sehr nervig. Kann ich schon verstehen, dass er da wütend wird. Will ich auch wütend werden? Nicht stechen. Dankeschön. Also, wir müssen hier die Fliegen beseitigen. Dann machen wir das. Ich bin der Fliegenkiller. Sehr schön. Ja gut, die Fliegen sind jetzt keine Gegner. Aber schon trotzdem cool. Die Musik ist so cool. Waren das alle Fliegen? Oh. Einen ganz kurzen Moment. Ich drücke mal kurz auf Pause. Oh. Jetzt muss ich mal kurz den...
So, weiter geht's. Also ich sehe hier keine Fliegen mehr. Gerade Matthias verabschieden müssen. Alter, gut, geht jetzt nämlich ins Bettchen. Komme ich da hin eigentlich? Ah, nee, du solltest nicht gehen, bevor du deinen Job erledigt hast. Weißt du, wenn du jemanden willst, der diesen Job tut, dann rufst du jemanden mit diesem Job und der macht diesen Job. Ich fall an SpongeBob. Gute Arbeit. Dankeschön. Hey Bonnie, wie lief's? Während du beschäftigt warst, habe ich mich auf eine Bank gesetzt und mit Fremden geredet. Mann, das hat Spaß gemacht. Also dann, wenn du soweit bist. Also das ist ja dasselbe wie vorhin auch, oder nicht? Oder nicht? Doch. Doch. Aber ich würde gerne mal in die Pharmazie gehen, weil... Mal gucken, was das so anbietet. Der Typ. Wenn er was anbietet. Naja. Ja, nee, Mann, ne? Man weiß nie, für was man es braucht, ne? Nee, brauch ich nicht so. Ups. So. Ach, ich glaube, ich muss mal die Stimme wieder zurückstellen hier. Oh, very much better. Jetzt bin ich noch tiefer. Das ist aber doof. Oh, oder ich setze mich einfach mal so. So, okay. Ah ja, das ist viel besser. So das eine Bein unter das andere geklemmt. Aber finde ich wirklich tatsächlich angenehmer. Genau, und den Candy Shop wollte ich noch. Willkommen! Wir hoffen, unsere Süßigkeiten bringen euch zum Lachen. Ich hab's dir doch schon... gesagt, Kürzey. Das heißt lächeln. Lächeln. Jawohl, Ma'am. Willkommen, wir hoffen, unsere Süßigkeiten bringen euch zum Lächeln. Ach so, nee, ja, sie sagt es noch. Ah, okay. Aber hier ist eigentlich auch nichts, ne? So. So. Ich glaube, wir können hier hauptsächlich nur Süßigkeiten kaufen. Dann gehe ich mal wieder raus. Und dann mal da durch. Orangensaft. Hast du schon mal den Satz gehört, Orange ist die glücklichste Farbe? Nein? Nun, das ist in Ordnung. Du musst nur wissen, dass das gleiche Konzept auch für Orangensaft gilt. Es enthält Vitamin C, das für eine gute, gesunde Funktion des Immunsystems wichtig ist. Es ist auch ein Antioxidant, das sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann, indem es deine Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützt. Also würdest du gerne etwas Orangensaft für 2 Dollar kaufen? Nö, eigentlich nicht. Also ich brauch's jetzt nicht unbedingt, oder? Okay, das ist gut. Solange du keinen Apfelsaft kaufst. Okay. Gibt's noch so einen Händler mit Apfelsaft? Was mit euch? Ähm.
Nach all dieser Zeit sind wir endlich zusammengezogen. Das ist so aufregend, nicht wahr, Sean? Ja, das ist der Anfang vom Rest unseres Lebens. Jetzt ist es an der Zeit, die erste wichtige Entscheidung zu treffen. Welche Farbe sollen wir für die Wände unseres Hauses wählen? Ich denke, es würde alles funktionieren. Ich mag alle Farben. Was denkst du, Sean? Ich bin offen für alles. Mach dir keine Sorgen um mich. Du kannst wählen, Karen. Welche Farbe hättest du gerne? Ach, Sean, du bist zu selbstlos. Ich muss mir keine Wandfarbe aussuchen. Ich werde mit allem glücklich sein, solange ich mit dir zusammen bin. Ach, junge Liebe. Karen, wenn wir weiter so machen, werden wir hier für immer festsitzen. Du hast recht. Wie wäre es, wenn wir einfach unsere Augen schließen und eine Farbe auswählen? Oh, das wird funktionieren. Auf diese Weise wird das Ergebnis völlig neutral sein. Los geht's. Okay, klingt gut. Schließ deine Augen, Karen. Warte. Es ist okay. Du sollst derjenige sein, der es macht. Sean, ich bestehe darauf. Nein, Karen. Du solltest es auf jeden Fall sein. Was ist, wenn ich eine Farbe nehme, die du nicht magst? Oh, wir bekommen hier nichts zustande, oder? Ich habe eine Idee. Lasst uns einen Fremden fragen. Also, dazu bringen, uns zu helfen, genau. Du warst ein bisschen voreilig, tut mir leid. Hey, du! Könntest du uns kurz helfen? Bitte komm her und such dir ein Farbmuster aus. Aber sieh zu, dass es völlig zufällig ist. Du hast ein geblümtes Tapetenmuster genommen, okay? Was macht diese Tapete hier in der Farbenabteilung? Sie muss verlegt worden sein. Es ist nicht wirklich das, was ich erwartet habe, aber ich mag es irgendwie. Was hältst du davon, Karen? Eine Wandmusterung scheint ganz nett zu sein. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Nehmen wir die. Vielen Dank für deine Hilfe. Wir sind beide aus der Gegend, aber wir sind erst vor kurzem zusammen in ein nagelneues Haus gezogen. Es ist das Haus mit dem gelben Dach an der Straße in der Nähe der Kirche. Wir sind dabei, in 2 Tagen eine Einweihungsparty zu feiern. Es wäre toll, wenn du auch dabei sein könntest. Ja, warum nicht? Bitte besucht uns, wenn ihr Zeit habt. Wir denken drüber nach, in 2 Tagen eine Willkommensparty zu veranstalten. Ach so. Jetzt lese ich das Ganze nochmal vor. LOL! Okay. Gut, die haben ihre Tapete gefixt oder Wandfarbe oder was auch immer. Guck mal, was da noch so ist. Na, guck mal. Ah. Oh. Die sind verschwunden. Da glänzt was. Du findest eine Muschelschale. Okay. Aber sonst, Ah doch, da ist der Typ. Da ist noch ein Typ. Hey, Kollege,
Wie war dein Tag so? Mein Tag bisher einfach nur super. Weißt du auch warum? Heute ist nämlich der Tag, an dem ich endlich mein Leck beseitigen werde. Es hat alles vor ein paar Wochen angefangen. War so ein richtig hartnäckiges Leck an der Ecke meines Wohnzimmers. Wie es dahin gekommen ist, keine Ahnung. Ganz am Anfang war es nicht auffällig, aber es ist Tag zu Tag schlimmer geworden. Wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, ich habe mich schon daran gewöhnt, ständig tropfendes Wasser zu hören zu müssen und einen nassen Teppich zu haben. Aber weißt du was? Heute wird sich alles ändern. Yep. Ich war endlich bei Matches. Meine Werkzeuge sind bereit und ich werde es machen. Boah. Sorry. Das alles so an dir aus, an dir rausgelassen. Nochmal, puh, sorry, dass ich alles so an dir rausgelassen habe. Mein Gott, dieses Leck bereitet mir so einen Kragen. Meine Wohnung ist genau neben der Kirche, westlich, südwestlich von hier. Wenn du vorbeischauen möchtest und ein Zeuge diesen grandiosen Moment sein willst, nur zu. Ja, machen wir, oder? Denk ich mal. Also, wieso wieder einen Job? Yo, Kleiner, ich sehe, dass du auf das Hilfegesucht-Poster starrst. Bist du an einem schnellen Job interessiert? Ja, das ist großartig, Junge. Ich helfe dir bei den ersten Schritten. Oh, du nimmst diesen Job an, Bonnie? Wenn das so ist, komm ich dich später wieder abholen. Arbeite hart, okay. Und was soll ich tun? Also gut, Kleiner. Wenn du dir die Regale hinter dir genau ansiehst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass alles ein großes Durcheinander ist. Man sollte denken, mit einem Schild über dem Regal ist es offensichtlich, wo man die Sachen hinpacken muss. Aber die Leute geben heutzutage einfach einen Dreck darauf. Das kenne ich zu gut, ey. Aus persönlicher Erfahrung. Ich hasse es, im Einzelhandel zu arbeiten. Wie auch immer. Ich kenne es so gut. Wie auch immer. Das Schild über dem Regal zeigt, welches Produkt ausgestellt werden soll. Dein Job ist es, alles wieder an seinen Platz zu räumen, verstanden? Ich zähle auf dich, Junge. Okay. Frei und doch nicht frei, würde ich mal sagen. Ja gut, also so heftig. Wenn ich es so im Realen betrachte, ist es jetzt nett. Naja, doch, auch, oh, ja, aber wenn ich es jetzt so angucke, ne? Du schnappst dir die Schaufel. So, Schaufeln gehören dahin. Ich nehme mir den, soll das Schraube heißen? Das ist doch ein Schraubenschlüssel. Okay. Nee, die wollte ich nicht. Nimm noch eine Schaufel. Ja. Ach so, welche ich ersetzen will. Die Säge. Bohrer.
Die Schraube, also Säge. Na. Die Schraube. Klebeband. Nee. So. Die Schraube. Das ist ein Schraubenschlüssel. Schönen Hammer. Wo sind die Hämmer? Ach, hier. Bohrer. Säge. Quatsch. Ein Schraubenschlüssel. So, damit hätten wir ja schon mal eins komplett. Bohrer. Daher und nehmen den Hammer. Da hätten wir ja auch schon mal die halbe Miete. Ich wollte eigentlich die Schaufel. Und da von mir aus auch den Bohrer, ist ja eigentlich scheißegal. Ja, das Klebeband. Säge. Das Klebeband. Klebeband. Nimm den Hammer. In den Hammer dahin und nimm eine Schaufel. Ja, Klebeband. Mein Gott. So. Nimm die Schaufel. Nimm dafür den Hammer. Mach den Hammer dahin. So. Ich will die Schaufel. So, jawohl. Und nimm dafür den Bohrer. Und dann hätten wir es doch. Exacto mundo. Oh. Schnarch.
Was? Du bist endlich fertig? Ausgezeichnete Arbeit. Junge, hier sind's sogar 30. $30. Gib nicht alles auf einmal aus. Schön. Hey Bonnie, wie hast du dich geschlagen? Während du gearbeitet hast, habe ich beschlossen, im Park Basketball zu spielen. Das hat Spaß gemacht. Nun, jetzt bin ich bereit zu gehen. Wenn du wusst bist. Ja, stimmt schon. Aber, Moment. Ich denke schon mal trotzdem noch so. Man weiß ja nie, was da auf uns zukommt, ne? Gut. War das sonst noch irgendwo was? Warte mal, was ist das denn? Das sind auch Jobs. Wand aus, an der Wand ist eine Selbst, eine Stellenausschreibung. Selbst Stellenausschreibung. Ach. Ja. Nachhilfe gesucht. Suche nach Mathe-Tutorin für meinen Sohn Brand. $20 pro Tag. Bitte bringen Sie diesen Flyer zu meinem Haus für ein kurzes Vorstellungsgespräch. Ja. Okay. Okay, das ist das erste Haus. Dasselbe nochmal. Suche für meine Tochter Joy einen Sprachtutor. $20 pro Tag. Bitte bringen Sie diesen Flyer zu mir nach Hause für ein kurzes Gespräch. Okay. Nehmen wir auch. Ey, heute sind wir voll am Geld verdienen, ey. Also das eine war das erste und das andere war das dritte Haus gewesen, okay. Und das nur, wenn man sich ein bisschen umguckt, ne? Man könnte so viel vergessen. Willst du eine Münze in den Brunnen werfen? Ja. Die Münze ist direkt auf den Boden gesunken. Was Münzen halt so machen sollen, ne? Oh. Warte, geh nicht, bitte. Tut mir leid, Kumpel, da kann ich dir... Mein Gott. Tut mir leid, Kumpel, da kann ich dir nicht helfen. Du bist auf dich allein gestellt. Oh, da drüben ist wohl was los. Schauen wir es uns genauer an. Das geht mich nichts an. Wenn du Streit mit ihr hast, dann rede selbst mit ihr, du Sonderling. Ich flehe dich an. Bitte sie einfach es zurückzugeben. Sie hört nicht auf mich. Warte, was ist das? Das ist Basil. Lass ihn in Ruhe, du Mobberin. Ah, das ist eine Sie. Hä? Wer ist da? Oh, es ist Cal. Warum kümmerst du dich nicht um deine eigenen Angelegenheiten? Nun... Warum belästigst du nicht jemand anderen, Kim? Naja, du hältst dich ja, du hältst dich wohl für was Besseres, hä? Du machst hier nicht die Regeln. Was passiert da drüben?
Oh mein Gott, soll das Aubrey sein? Oh ja, tatsächlich ist es Aubrey. Oh mein Gott. Oh hey, Aubrey. Dieser Nerd-Kerl ist gerade aufgetaucht und denkt, er kann mich rumkommandieren. Zeigen wir ihm, was Sache ist. Kerl, was willst du? Hör auf, dich mit Basil anzulegen. Wie kannst du nur? Früher waren wir alle Freunde, erinnerst du dich nicht? Sag's ihr, Bonnie. Bonnie ist da. Wow, du bist es wirklich. Es ist schon eine Weile her, aber du hast dich kein bisschen verändert. Wie lange ist es her, dass du dein Haus verlassen hast? 3 Jahre, vielleicht auch 4. Muss schön gewesen sein, in seiner eigenen kleinen Blase zu leben. Pass auf, Aubrey. Du weißt nicht, was er durchgemacht hat. Tch. Wie auch immer. Aubrey, bitte, hör mir zu. Hey, hör auf damit. Lass mich in Ruhe. Kerl, das ist nicht dein Problem. Was zum Teufel ist mit dir los, Aubrey? Ach. Bonnie, komm schon. Wir müssen etwas tun. Haha. Sucht ihr beide wirklich Streit? Sicher. Warum nicht? Ihr beide gegen mich. Wie hört sich das an? Kommt her. Ich nehme es mit euch beiden auf. Wow, Opera ist voll hardcore. Gar nicht die Opera, die man so aus dem Spiel kennt. Okay, obwohl ich eigentlich gar nicht so gern gegen Opera kämpfen würde. Was gibt's denn für Fähigkeiten? Beruhigen, abwehren. Ich wehre jetzt erstmal ab. Und Kerl, ja. Aber sie ist schon stark, ne? Das solltest du doch angreifen. Ja, nein! Ah, was zum ist das ein Messer? Ah, und Murray hat das Messer dabei. Ja gut, aber Aubrey ist eigentlich auch nicht viel anders. Die hat immer eine Keule mit Nägeln drin. Hallo? Oh, Mist. Aubrey, geht's dir gut? Du bist verletzt. Mir geht's schon gut. Nein, geht es dir nicht? Du blutest. Komm schon, wir müssen dich hier wegbringen. Das werde ich euch zurückzahlen. Naja, aber immerhin kannst du Fahrrad fahren. Aber ey, Aubrey hat sich sehr, sehr krass verändert, ey. Oh, das wäre wirklich chaotisch geworden. Gut, dass du dein Messer dabei hattest, sonst hätten wir. Warte mal eine Sekunde. Gib mir das. Karl hat dir dein Steakmesser weggenommen. So etwas sollte man nicht mit sich herumtragen, Bonnie. Das ist gefährlich. Aubrey hat sich wirklich verändert, seit du sie das letzte Mal gesehen hast. Sie und ihre neuen Freunde bedeuten nichts als Ärger. Scheint so. Armer Basil. Lass uns schauen, ob es ihm gut geht.
Mal wieder umsetzen hier. Basil! Hey Basil, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut. Danke, Kerl. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Bonnie ist auch da. Also hier. Sag hallo, Bonnie. Oh, hey Bonnie, es ist schön, es ist schon eine Weile her, nicht wahr? Wuhu, was für ein glückliches Wiedersehen. Also, wolltest du heute mit uns abhängen? Es tut mir leid. Ich würde gern, aber ich sollte wahrscheinlich nach Hause gehen. Hä? Wirklich? Bist du dir sicher? Meiner Oma geht's in letzter Zeit nicht so gut. Es tut mir leid, das zu hören. Lass uns dich wenigstens nach Hause begleiten. Es ist so lange her, dass wir alle zusammen abgehängt haben. Also gut. Danke. Aber kann ich erst noch mit den Leuten hier reden, was da so... Ach so. Wolltet ihr mich nicht einfach absetzen? Okay, hab's verstanden. Dann, ja, links oder rechts oder links oder rechts oder links oder... wo wohnst du denn? Ich sag jetzt hier lang. Das ist nicht der Weg zu Basils Haus. Weißt du nicht mehr, Bonnie? Von unserer Straße aus müssen wir diagonal über die Kreuzung. Also dann eins unten drunter. Ah ja. Oh, da sind so viele Blumen. Ah ja. Ich hab schon gesagt, es sind so viele Blumen da. Es muss Basils Haus sein. Das Basils Haus. Es ist das mit dem grünen Dach. Danke. Danke, dass ihr mich nach Hause gebracht habt. Null Problemo. Wenn du jemals etwas von uns brauchst, frag mich einfach, okay? Wir hören uns später, Basil. Okay. Wartet! Geht bitte noch nicht! Ich meine, mir tut es so leid. Ich muss euch eigentlich um einen Gefallen bitten. Alles klar, Basil. Was brauchst du? Naja, es ist so. Etwas Wichtiges wurde mir weggenommen. Als wir noch Freunde waren. Du weißt noch, wie ich früher alle fotografiert habe? Natürlich erinnere ich mich. Diese Fotos bedeuten dir doch so, doch alles. Richtig. Naja, Aubrey. Sie hat mir mein Fotoalbum weggenommen und Aubrey hat dein Fotoalbum gestohlen? Naja, sie möchte es nicht zurückgeben. Was für Abschaum. Mach dir keine Sorgen, Basil. Ich und Bonnie werden dich decken. Das ist eigentlich nicht Bonnie und ich, aber egal. Okay. Danke. Übrigens, über das, was du gerade gesagt hast. Wir sind immer noch Freunde. Ich möchte, dass du das nicht vergisst, okay? Okay. Gut. Wir sehen uns später.
Naja, gut. Komm schon, Bonnie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen ein Fotoalbum finden. Lass uns doch mal den Weit-Weg-Park, Faraway-Park, nach Beweisen abchecken. Das mit So, gehen wir mal nach. Fangen wir mal da an. Sieht so aus, als wäre Aubrey nicht hier. Oh, Moment mal, ich kenne dich. Du heißt Charlie, oder? Ich sehe dich manchmal mit Aubrey abhängen. Weißt du, wo sie ist? Er sagt nichts. Weißt du, Charlie? Ich kann sagen, dass du nicht wirklich der gemeine Typ bist. Aubrey hat Basil etwas Wichtiges weggenommen und wir müssen es zurückbekommen. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Oha, oh mein Gott. Wer, was und wo jetzt? Warum hast du das gemacht? Ah, wenn es nicht Kell und dieser seltsame Messerjunge sind. Würdige Gegner für den großen und mächtigen Angel. Endlich ist es Zeit für euch, eurem Untergang zu begegnen. Angel, dafür haben wir keine Zeit. Wir wollen nur Aubrey finden. Weißt du, wo sie ist? Ihr sucht also Aubrey, wie? Interessant. Ich sage euch, was ich weiß. Aber zuerst müsst ihr mich in einem Kampf besiegen. Kampf? Aber ich möchte kein Kind boxen. Ihr werdet nicht in der Lage sein, mir ein Haar zu krümmen. Na los, lasst uns die beiden zu Brei schlagen, Charlie. Okay. Habe ich eigentlich noch? Also habe ich das Messer noch? Ich glaube nicht, ne? Überrascht mich, Kerl. Du wärst ein würdiger Gegner für meinen Meister. Ja, kein Wunder, dass er Angel heißt. Er hat ja auch zwei Flügel auf seinem Herz. Und Charlie steht einfach nur so nebendran und macht gar nichts. Ich finde das witzig. Soll mir recht sein. Oh, ich sehe es jetzt erst, ey. Oh nee, Kell ist total am Boden. Dafür wirst du zahlen. Charlie so, sagt nichts. Wie kann das sein? Mein Training umsonst. Au, mein Kopf tut weh. Du bist derjenige, der damit angefangen hat. Du Mobber. Okay. Angel, es ist jetzt an der Zeit, ernst zu werden. Wir haben dich und Charlie besiegt. Also sag uns, wo Aubrey ist. Ein Versprechen ist ein Versprechen, nehme ich an. Ich nehme mein Wort Ehren und ich werde mein Wort ehren und dir sagen, was ich weiß. Die Wahrheit ist, Aubrey ist irgendwo in weit weg Stadt. Wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich Faraway Town.
Verdammt nochmal, Angel, du solltest besser nicht herumalbern oder sonst. Ich habe dir gesagt, ich würde dir sagen, was ich weiß. Und die Wahrheit ist, ich weiß nichts. Angel, sag uns besser, wo sie jetzt ist. Sonst erzähle ich allen, dass du damals im Sommercamp ins Bett gemacht hast. Was? Das darfst du nicht, das ist gemogelt. Wie auch immer, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht kannst du meinen Meister, der Einzelgänger, fragen. Er ist der Hüter allen Wissens. Das hat er mir selbst gesagt. Der Einzelgänger? Oh nein, du meinst dieses seltsame Kind, Michael. Wage es nicht, ihn bei diesem Namen zu nennen. Das würde er als große Beleidigung sehen. Verstehe. Also, ist er es. Wo kann ich Michael, ich meine, der Einzelgänger finden? Ich sage dir, was ich weiß, aber du musst zuerst gegen mich kämpfen. Oder ich kann jedem erzählen, dass du damals... Okay, gut, ich red schon. Der Meister ging zum Brunnen beim Weit-Weg-Plaza. Er sagte, er würde dort ein paar Mädchen treffen für ein Date oder so. Widerlich. Komm schon, Bonnie, lass uns zum Weit-Weg-Plaza gehen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Okay, wenn du das sagst, aber ich will mich trotzdem noch weiter umgucken. Du hast Müll. Ohoho. Ohoho. Hallo. Ah. Heute ist ein schöner Tag, findest du nicht auch? Ich habe zwar kein Geld, aber wenigstens das Sonnenlicht ist kostenlos. Wie auch immer, Jungs, könnt ihr mir in dieser schweren Zeit etwas Kleingeld geben? $5. Ja. Bereits $5 an den alten Obdachlosen gespendet, okay. Danke, gute Jungs. Ich werde euch das sicher irgendwie zurückzahlen. Okay, wenn du das sagst. Olivgrüne Mütze. Gott, sind das geil. Als ich klein war, ist meine Familie oft in diesen Park gegangen. Ich erinnere mich an einen See mit einer Statue in der Mitte. Aber ich kann ihn nicht mehr finden. Ach, das erinnert mich an den Orange-Typ. Pass auf, das ist bestimmt dasselbe, bloß in Apfelsaftform, ey. Trink Apfelsaft. Du hast jemals diesen Satz gehört, täglich einen Apfel essen und den Arzt kannst du vergessen. Das gleiche Konzept gilt für Apfelsaft. Apfelsaft unterstützt die Hydrierung. Es enthält Pflanzenstoffe und kann die Gesundheit des Herzens stärken. Es kann auch das Gehirn schützen, wenn man älter wird. Meiner Meinung nach gibt es keine Nachteile. Also würdest du gerne Apfelsaft für $2 kaufen? Nö, eigentlich nicht. Gut, das ist okay, solange du keinen Orangensaft kaufst. Genau das habe ich vermutet, dass es auch kommt. So. Ach, geil. Alte Dame. Hallo, Kinderchen. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, wohin ihr tretet, aber in der Stadt liegt ganz schön viel Müll herum. Falls ihr zufällig Müll findet, könnt ihr ihn mir bringen, damit ich ihn entsorgen kann. Kommt schon, Kinderlein. Helfen wir der Welt Schritt für Schritt. Okay. Hübscher Junge. Oh nein.
du scheinst verletzt zu sein. Hier, ein Pflaster. In der Apotheke, im Andermarkt. Kannst du noch davon kaufen? Kannst du mehr davon kaufen? Du hältst Pflaster. Dankeschön. Geil. Oh. Ein Teddybär. Kannst du der Katze nett sprechen? Nö. Okay. Eine große Metallkatze. Du hattest die Größe in Erinnerung. Vermutlich, weil du vielleicht damals kleiner warst. Oder so, I don't know. Eine Künstlerin zeichnet fleißig vor sich her. Wow, das ist aber eine coole Zeichnung vom Park, die du da hast. Oh, hallo. Danke, ich übe nur. Du nennst das eine Übung? Aber es sieht so echt aus. Ich wette, du könntest das sogar verkaufen. Findest du nicht, Bonnie? Ja. Siehst du, sogar Bonnie stimmt mir zu. Ich kaufe dir das sofort ab. Hey, Bonnie, kannst du mir $20 leihen? Danke. Das ist nett von dir, aber sie ist unverkäuflich. Sie ist für mein Portfolio. Ich versuche nächstes Jahr die Kunstschule zu kommen. Och Mann, wie schade. Die Zeichnung hätte auf meiner Zimmerwand toll ausgesehen. Denkst du wirklich? Ich heiße Minzi und ihr? Ich bin Cal und das ist Bonnie. Hi Cal, hi Bonnie. Schön, euch beide kennenzulernen. Ebenso, Minzi. Oh. Was ist? Ach, nichts. Du bist der Erste, der etwas Nettes über meine Zeichnungen gesagt hat. Manchmal, wenn ich schlecht gelaunt bin, stelle ich mich selbst in Frage und es wird schwer, meinen Bleistift zu bewegen. Niemals, das glaube ich nicht. Ich denke wirklich, dass deine Zeichnung super ist. Ich würde sowas nicht in Millionen von Jahren hinkriegen. Sei nicht so streng zu dir, Minzi. Ich und Bonnie glauben an dich. Oh, ja? Du hast recht. Ich muss diese schlechten Gedanken einfach abschütteln. Ich werde versuchen, mich an die Arbeit zu machen und fertig zu werden. Das ist die richtige Einstellung. Bis dann, Minzi. Du schaffst das. Na dünn. Who are you? Der Gestank dieses Mannes ist un... Also, jetzt habe ich zu schnell weggeklickt. Also, ich würde mal sagen, er ist einfach eklig. Hey, Kumpel, könntest du mir ein paar Münzen spenden? Ich weiß wirklich zu schätzen. Wie viel Geld willst du ihm geben? Naja, komm, ich bin ja nicht so. Ja. Herzlichen Dank. Wie mehr nett. Na, kommt, ne? Wer bist du? Oh, hey, was geht ab? Was machst du hier, Kerl? Bist du aus der Umgebung hier? Oh, wow. Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen, Jay. Bonnie, das ist Jay. Er ist der Captain des Football-Teams an meiner Schule. Ich wusste nicht, dass du auch Basketball spielst. Ach. Ich bin nur hier, um Zeit totzuschlagen. Das ist eher ein Hobby. Du versuchst doch dieses Jahr dem Basketballteam beizutreten, oder Karl? Vielleicht kannst du mir ein paar deiner Tricks beibringen. Klar doch, klingt nach Spaß. Aber vielleicht ein andermal. Mein Kindheitsfreund Bonnie verlässt die Stadt in den nächsten paar Tagen. Daher verbringen wir den ganzen Tag miteinander. Ich werde aber auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Gerne. Wir können uns nächste Woche verabreden. Selbe Zeit, selber Ort? Ja, klingt gut. Bis dann. Okay. Wer seid ihr? Das sieht komisch aus.
Recyclist? Ach du Gott, ne. Wir sind Recyclist-Anhänger der heiligen Tonne. Da alle zum Müll müssen alle akzeptieren, dass auch wir Menschen Müll sind. Reduziert, verwertet und recycelt. Okay. Oh, der sagt, glaube ich, dasselbe. Ja, okay. Alles gut. Ja, ist ja gut. Ist gut. Ach so, ja, dann war ja noch die Nachhilfe gewesen. Jetzt sagen wir, machen wir noch die Nachhilfe und dann mache ich ein Ende von diesem Part. Ja, hallo, wie kann ich euch helfen? Du gibst der Schulrektorin. Das ist eine Schulrektorin. Ach so. Ach so, ihr seid hier, um meinem Sohn Prank Nachhilfe zu geben. Ihr seid zu zweit, aber ihr seht recht vertrauenswürdig aus. Kann schon sein, dass zwei Lehrer besser sind als einer, also besser als einer wären, solange ihr euch die Zeitung teilt. Ha, bitte kommt rein. Brent wartet oben in seinem Zimmer. Auf euch. Aber was ich nicht ganz verstehe, sie ist Rektorin und sie kann ihrem Sohn keine Nachhilfe geben, das ist aber schon komisch, oder? Also, so by the way. Also ich glaube, dass es da nicht so viel gibt, aber eine Zeitung. Eine Porzellanvase. Sieht sehr zerbrechlich aus und sehr teuer. Ein Haustelefon. Eine ganz nette Lampe. Dieses Haus ist randvoll mit Büchern zu jedem Fach. In den meisten stecken Lesezeichen oder Klebezettel. Was habt ihr hier so einen Kühlschrank? Einen Kühlschrank willst du denn öffnen? Ja. Macaroni mit Käse, Maisbrot, Tiefkühlgarnelen und Suppe. Okay, why not? Preis für wissenschaftliches Lebenswerk. Ist schon dasselbe, okay. Entschuldigung. Miss viel again, ey. Ein Haufen Papiere liegen auf dem Schreibtisch. Das sind viele große Worte, die du nicht lesen kannst. Und viel unordentliche, Und viel unordentliche Schrift, die du nicht lesen kannst. Okay, gibt Sinn. Ein paar Papiere liegen am Schreibtisch. Anscheinend war jemand dabei, einige Klassenarbeiten zu benoten. Autsch. Für diese Schüler sieht es nicht so gut aus. Oh je. Eine Garderobe. Da ist noch ein Buch. Ein offenes Buch liegt auf dem Tisch. An dieser Stelle sollten wir uns kurz dazu äußern, wie die störungstheoretischen Matrix-Elemente zwischen Anfangs- und Endzustand der Ebenenwelle in Problemen in gebundenen Zuständen verwendet werden können. Natürlich können wir die Störungstheorie nicht direkt dafür verwenden, um die Energie des gebundenen Zustandes zu berechnen. Jedoch wir ihr nahe kommen, indem wir... Du legst das Buch wieder weg. Ja, das hätte ich an dem Punkt auch gemacht. Wenn jetzt sogar schon viel, viel früher. Macht es euch bequem. Macht es euch bequem. Brent wartet oben in seinem Zimmer auf euch. Okay. Dann gehen wir mal hoch und dann gucken wir mal. Achso, hier sind ja auch noch Sachen. Ja, da wird er wahrscheinlich eh immer dasselbe sagen. Haus voll Bücher. Oh.
Dieses Haus voll randvoller Bücher falsch. Ah, sind mir selber. Ist hier ein Zimmer? Eine Bibliothek. Wer hätte es geahnt? Dieses Haus voll randvoller. Ich glaube, das steht aber überall, ey. Dieses Haus ist. Sogar wenn ich. Achso, da steht was anderes. Dieses Haus randvoll mit Büchern zu jedem Fach und in diesem geht es um etwas namens Nanomaterial. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal so hoch in sein Zimmer. Ah, nee, das sind ja Türen. Ein Computertisch. Ein Wecker für verantwortungsvolle Personen. Er ist auf 5 Minuten Vorwegzeit gestellt. Dieses Bett ist ein wenig hart, aber insgesamt nicht schlecht. Ich würde ihm eine 7 von 10 geben. Du Kritiker, du. Ein Spiegel. Ich glaube, sonst ist da auch nichts anderes drin. So, Brand. Da geben wir dir mal Nachhilfe. Oh mein Gott. Hey, Sie sind wohl mein neuer Tutor. Schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Brand. Sollen wir jetzt anfangen? Und Kel legt sich einfach hier aufs Bett. Why not? Dann gucken wir mal. Also gut, hier ist das Arbeitsblatt, mit dem ich Probleme habe. Diese Gleichung macht mir Mühe. Oh, 4 mal 51, ja, müsste eigentlich 204 sein. Oh, ich hab's, jetzt verstehe ich es. Was ist mit dieser? 5 mal 3 plus 15 minus 1 plus 6 mal 2, oh Gott. Okay, lass mal rechnen, also 5 mal 3 sind 15. Punkt vor Strich, nicht vergessen. 6 durch 2 sind 3, also. Heißt also 18 plus 3, 18. Ich habe es schon vorher gesagt, bevor ich es eigentlich wusste. 15 plus 3 sind 18. So. Plus 15. 15 plus 18 sind 33. Minus 1 wären 32. Dann nehmen wir 32. Oh, ich hab's. Jetzt verstehe ich es. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, ey. Was ist mit dieser? Ach du Scheiße. Also ich bin viel zu lange aus der Schule draus, um zu wissen, wie diese Rechnung geht. Jetzt ohne Scheiß, ne? Ich verarsche niemanden. Ich hatte es in der Schule nicht. So, jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe einen Telefonjoker an. Ich rate oder ich müsste einfach im anderen Play gucken, weil ich weiß das echt nicht. Also wir hatten das nie in der Schule. Also ich gehe jetzt, ich rate jetzt einfach, ich rate einfach. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Pech, weil wie gesagt, das ist, die Antworten scheinen sehr nah aneinander zu sein. Ist voll dumm, ey. Ja, da seht ihr ja mal, wie alt ich bin, ne? Dass wir das nicht in der Schule hatten. Ich verlasse mich auf ein Gefühl und sag C. Oh, ich hab's. War's richtig? War's richtig? Jetzt verstehe ich es. Es war richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Ich glaube, ich habe das jetzt viel besser im Griff als zuvor. Danke. Bitte schön.
Hey Brent, wie läuft es bei dir? Oh, ich sehe, du hast das Arbeitsblatt erledigt. Oder du hast das erledigt hast. Gut gemacht, Herr Tutor. Hier die Zahlung für deine Hilfe. $20. Dankeschön. Dafür, dass ich einmal noch geraten habe, ne? Komm morgen ruhig wieder. Ich weiß nicht. Wenn wieder solche Antworten da drin sind, ey, dann verzichte ich lieber. Oh, die Maus. So, aber wenn ich schon dabei bin, dann mache ich halt noch die andere Nachhilfe. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ah ja, gut, das passt schon im Zeitraum. Ich habe mir so gedacht, so 1,5 Stunden so. Wenn ich jetzt noch diese Aushilfe da mache, dann oder Nachhilfe, dann passt es bestimmt. Hallo da, was kann ich für euch tun? Ah, du hast Mann mit dicken Augenbrauen den blauen Flyer gegeben. Ah, ihr müsst die neuen Tutoren von Joy sein. Ein Vorstellungssprech ist zu viel der Mühe. Du sollst Deutsch der 2. Klasse beherrschen, richtig? Beeilt euch und kommt rein. Meine Tochter Joy wartet in ihrem Zimmer auf euch. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ist das jetzt wirklich alles auf Deutsch oder ist das jetzt auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Also ich denke, da wird auch alles dasselbe sein, also. Aha. Eine Menge Bücher mit einer Sprache, die du nicht lesen kannst. Das wird wahrscheinlich da auch überall sein. Schnuppern, trotzdem mal kurz in die Räume. Ja, das ist ja nichts Außergewöhnliches, glaube ich. Das ist Bad, wie immer. Spügel. Eine Toilette. Ein Foto eines Fremden. Nun dann. Hallo, Joy. Hallo, ich bin Joy. Freue mich, euch kennenzulernen. Ihr müsst meine neuen Tutoren sein. Sollen wir jetzt anfangen? Bringen wir es hinter uns. Davon absehe, ich muss Lulu. Das ist das Arbeitsblatt, mit dem ich nicht weiterkomme. Diese Frage bereitet mir ein wenig Schwierigkeiten. Mein Bleistift ist auf dem Tisch, ja, auf dem Tisch. Ah, also es ist doch Deutsch. Oh, okay, jetzt verstehe ich. Wie wäre es mit dem hier? In dem Satz, lies dein Buch ruhig durch, ist ruhig was für ein Wort. Ja, ich würde sagen Adverb. Oh, okay, jetzt verstehe ich. Das hier ist das Schwierigste. Welcher dieser Sätze ist richtig geschrieben? Auberginen schmecken besser, wenn sie gekocht sind. Es ist auf jeden Fall leckeres als Tofu. Ich glaube, Auberginen sind das bessere, schmeckende, wichtigere. Ja, dann A, ne? Warte. Ist die richtige Antwort nicht C? Hä? Oh, ich verstehe. Du willst mich wohl testen. Hä? Ach komm, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Oder hat es was mit dem Übersetzer zu tun, dass er das nicht richtig übersetzt? Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Tut mir leid, ich hatte noch nie einen Tutor. Ich weiß also nicht, wie das funktioniert. Danke. Ich glaube, ich verstehe es jetzt ein bisschen besser. Also,
Hallo, hallo. Joy, wie geht es dir? Sind die Tutorial überhaupt eine Hilfe für dich? Excuse me? Ah, wie ich sehe, hast du deinen Arbeitsplatz schon ausgefüllt. Tolle Arbeit. Du solltest in Zukunft Vollzeitnachhilfe geben. Hier ist eure Bezahlung. Jetzt $20. Das war schon krass. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch was mit der Übersetzung zu tun. Ich weiß es nicht. Irgendwie lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Bitte komm morgen wieder. Ich werde mir das mal nochmal angucken und dann, ja. Gucken wir mal weiter. So, dann speichern wir erstmal. Oh, du solltest nicht einfach auf die Straße laufen, Bonnie, das Flash. Das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte ja eigentlich hier langlaufen. Manometer. Ja gut, ich kann ja jetzt schon mal sagen, wir hören und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Omori. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht, hier in der realen Welt. Genau. Und ja, sehen wir mal und gucken, was uns noch so. Ach so, Entschuldigung, falsches Haus. Was uns hier noch so erwarten wird. Anscheinend, also wir suchen ja wohl noch Operatoren irgendwie. Und ja. Dann, sehen und hören wir uns in der weiteren Folge von Omori. Also bis dann. Goodbye.